Willkommen zu Let's Play Beat Buddy. Wir werden nicht das ganze Spiel spielen. Wir werden auch nicht alles sammeln. Das Tutorial, so ungefähr, habe ich schon gespielt. Das hier ist jetzt ohne Tutorial. So, und wir fangen. Das ist nicht blind. Ich weiß schon einigermaßen, wie man das steuert. Ich spiele das übrigens mit Xbox Controller und auf dem PC mit Xbox Controller. Und diese Stacheln können wir einfach reinrennen. Und mit diesem Controller ist es halt etwas einfacher zu spielen als mit der Maus, finde ich. Das ist meine persönliche Meinung. Und legen wir los. Hier sind solche Stacheln. Ja. Die müssen wir ausschalten. Hier wird das hier hauen. Hauen tun wir übrigens mit X. Ja, 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 ja. Ich bin übrigens Boohoo Games. Für die, die mich noch nicht kennen. Euch traue ich auch nicht. Übrigens mit A haben wir so einen Boost. Ich sterb gleich. Oh. Wenn man nämlich genau über den ist, wenn die Stacheln aufgehen, dann stirbt man instant. Wir haben nämlich, wenn wir schwimmen, mit A so einen kleinen Boost. Wenn wir A gedrückt halten, dann haben wir einen dauerhaften Boost. Mit X können wir, wie gesagt, schlagen, mit B nichts. Und nichts. Mit RB können wir Sachen aufheben und sowas. Doch Sachen grabben. Und hier unten geht's nicht weiter. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. So, wir haben jetzt schon einen Schaden bekommen. Ah, aus diesen Dingern, wenn man die Haut bekommt, man nämlich Herzen. Das ist sehr, sehr praktisch. Ja, das wird uns hier nochmal erklärt. Und das hier ist, glaube ich, ein Relikt. Die sind sehr wertvoll. Sehr viele Beatpunkte. Beatpunkte sind diese Kristalle oben links. Ja, seht ihr, wenn wir die jetzt hier einsammeln, werden die mehr. Hier müssen wir immer im richtigen Moment durch. Ich finde auch nice, dass immer, wenn man schwimmt, normal schwimmt, das Beat, ich glaube, so heißt der, immer so im Rhythmus schon so. Ne? Schwimmen, 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 schwimmen. Immer im Rhythmus. Wenn man natürlich schnell schwimmt, ist das nicht so. Wenn man normal schwimmt, ist immer im Rhythmus. Jetzt hier. Wie ich einfach zweimal durch das Falsche laufe. Die werden wir gleich sehen, dass sind solche Dinger, auch solche Trampoline, nur wenn man dahin geht, Dings sind die nicht, man braucht dafür so ein anderes Trampolin. Die wird man gleich verschieben können. Hier war es, nö. Sah ja irgendwie so aus. So, hier. Wir müssen hier jetzt RB gedrückt halten und dann drehen wir das zum Beispiel hier drauf. Und da macht es Boing Boing. Weil sonst geht das nicht. Sonst werden wir nicht gesteuert. Sieht hier alles irgendwie nach Au Secrets aus. Die Dinger wollen mich da reindrücken. Aber nein, danke. So. Jetzt sind wir hier. Was gibt's denn hier? Ja, hier wird man. Hier macht man nochmal dieses Dings. Wir müssen das da unten bekommen. Das hier. Das müssen wir mit RB aufheben. Und dann hier in dieses kleine Ding reinstopfen. Wie kommen wir dahin? Wieder dieses Spiegel nutzen. Das gedruckt halten. Mein Problem ist halt, irgendwann kommt eine Passage, muss man das halten und irgendwie X drücken, damit man die Stacheln ausschaltet. Und wenn man halt dann das hält und X drückt, seht ihr, das fällt halt runter. Bei der Maus ist das halt nicht so, weil man drauf tippen muss, um das zu halten, aber mit drauf tippen steuert man den auch gleichzeitig mit Rechtsklick. Wenn man dann Rechtsklick macht, dann fällt das irgendwie nicht runter. Hier ist es aber auch so,
weiß nicht, ist vielleicht doof gemacht oder sowas. Jedenfalls dieses Ding müssen wir manchmal in solche Sachen hier reinstopfen, damit die Luftblasen dagegen dingsen. Und das öffnet uns diese Tore. Na. Wenn wir dagegen stoßen, kommt, glaube ich, kurz keine Musik. Na. Hört euch diese Musik an. Warte. Jetzt. Na. Da. Ja, ist ein Secret. Das weiß ich, weil ich diese Passage schon mal gespielt habe. Oh yeah, das Lied. Na. Wenn wir die immer hauen, gehen die Stacheln aus. Na. Nicht One Hit, nicht. Oh, zum Glück. Na. Haben wir hier die Coin-Dinger. Oh, warte, hier geht's weiter. Wollen wir auf der anderen Seite gucken. Wow, wir bekommen Herzchen, die wir aber eigentlich nicht brauchen. Autsch. Jetzt hätten wir sie gebraucht. Ist das nicht nice? Ich empfehle das Spiel. Ich spiele das auf dem PC. Ich hatte es überlegt. Es gibt es für die Wii U, glaube ich, auch Xbox. Ich spiele das hier auf dem PC. Ich glaube, das hatte ich schon gesagt. Und ja, ich hatte es vielleicht vor, für Wii U mir zu kaufen. Weil es kostet da nur 9 Euro oder sowas. Und mir fällt dieses Ding runter. Wir müssen dieses Secret da kommen. Ich hatte es auf jeden Fall vor, mir für die Wii U zu kaufen. Und ja, ich finde es eigentlich nice. Manchmal ist es frustrierend, wenn man was nicht schafft. Wenn man so wie ich nicht so ganz das gute Durchhaltevermögen hat. So, schlagen wir die Tür auf. Yeah, diese Animation finde ich voll cool. Ups, da habe ich was übersprungen. Aber ich weiß das, was die gesagt haben, also keine Angst. Oh, das hätte ich besser nicht essen sollen. Es hat sich ordentlich gewehrt. Ich glaube, es wehrt sich auch jetzt noch. Wie es sich an deinem Bart festgeklammert hat. Geil, es hat meine Niere. Hey, kann ich mal den Bubble Buggy fahren? Nö. Pff, dann helfe ich dir nicht, wenn's am anderen Ende wieder herauskommt. Okay. Ich glaube, die haben da irgendwelche Verdauungsstörungen. Wir wollen die doch nicht weiter belästigen. Deswegen klauen wir jetzt den Bubble Buggy. Weil wir ja so böse sind. Immer auf dem zweiten, wenn wir da A drücken, dann können wir gegen Strömungen anschwimmen. Seht ihr? Yeah. Diese Korallen sind, glaube ich, Checkpoints. Und so. Es werden noch Blasen kommen, die dann immer blau und rot sind. Wenn man gegen die roten stößt, macht es einem Schaden. So wie die Qualenviecher da drüben, müssen wir immer im Rhythmus das drücken. Immer beim zweiten Beat. Das versuchen wir jetzt den ganzen Lauf über. Mann, sind hier viele Stacheln. Okay, ich gehe da lieber nicht hin. Wir haben den Rhythmus verloren, aber bekommen Checkpoint. Ich finde, man kommt eigentlich ganz gut durch, wenn man... Nein.
wenn man immer auf den zweiten Beat drückt. Ich finde, da kommt man besser durch, als wenn man jetzt so den Rhythmus verliert, wie ich jetzt gerade. Jetzt sind wir wieder im Rhythmus drin, jetzt müssen wir den behalten und nicht uns von Stacheln erwünschen lassen. Das tut mir mehr weh als dir. Aha, du gehörst also zur Sturensorte. Chapter complete. Ey, Kleiner. Bist du Beat? Ich Clef. Deine Schwester Harmony wollte, dass ich nach dir sehe. Sie ist schon so eine Freche. Naja, wie es aussieht, sitzen wir beide hier fest. Ja, eigentlich würde ich das nicht sagen, aber ich würde sagen, hier beende ich das jetzt. Es hat Spaß gemacht. Und vielleicht kommt noch ein zweiter Part, ich weiß nicht. Ich glaube ja nicht. Und ja, das war's. Ciao, sehen uns beim nächsten Mal.